Wer ist der schlauste Ninjago-Charakter? Vielleicht hat sich dies der ein oder andere gefragt. Und diese Frage will ich durch ein Ranking beantworten. Hallo allen, ich bin Varius und nach dem Intro erstelle ich ein Ranking von den Top 3 schlauesten Ninjago-Charakteren. Auf dem Platz 3 habe ich Cyrus Borg gestellt. Viele werden jetzt verwundert sein, vermute ich. Denn eine Umfrage auf meinem Kanal hat ergeben, dass die meisten Cyrus Borg als schlauesten Ninjago-Charakter sehen. Doch lasst mich erklären, warum er auf Platz 3 ist. Es scheint so, als habe er ein hohes IQ, denn er war der Erfinder vieler neuer Techniken. Jedoch hatte er oft dumme Handlungen. Zum Beispiel am Anfang der Staffel 3. Er hätte die Techno-Klingen viel schlauer und sicherer überbringen können. Oder sein Schutzsystem aus der Staffel 12, welches normale, nicht so starke Kriminelle nicht komplett aufhalten konnte. Und es existieren mehr solcher Fälle. Deswegen der Platz 3. Milton Dyer kommt auf den Platz 2, denn er hat in der Vergangenheit eine ganze künstliche Welt erschaffen, die wir als Prime Empire kennen. Und das in einer Zeit, als der technologische Fortschritt in Ninjago weiter hinten war, als zu der Zeit von Cyrus Borg. Außer Prime Empire hat er eine echt gute Abwehr aufgebaut, beziehungsweise ein Schutzsystem, und ich finde, er hat den Platz 2 verdient. Auf dem Platz 1 kommt Dr. Julian. Er hat in einer Zeit, wo die Technologie nicht so weit fortgeschritten war, Zane gebaut. Eine künstliche Intelligenz, welche sich ähnlich entwickelt wie ein Mensch. Ein Falken erschaffen, welcher sich wie ein Falke benimmt, aber gleichzeitig einen menschenähnlichen Verstand hat. Er hat eine künstliche Intelligenz bzw. einen Android in einem Leuchtturm erschaffen mit kaum Teilen. Er wurde sogar von Samukai auserwählt, damit dieser für die Skelette Maschinen baut. Und wenn man sich die Zeichnung von Samukai ansieht, hat auch Dr. Julian sehr wahrscheinlich die Fahrzeuge gebaut, welche in die Unterwelt gelangen können. Und noch ein Fun Fact: Dr. Julian hat auch viel Wissen, da er viel gelesen hatte. Ich persönlich finde, Dr. Julian hat hier diesen ersten Platz verdient. Wie wäre euer Ranking und wie fandet ihr das Video? Schreibt dies gerne in die Kommentare und liked auch gerne das Video, denn es hilft mir sehr. Wünsche euch viel Lego und ich sag mal wie immer, tschüss.